Ghana. Das westafrikanische Land ist bekannt für Gold, Schokolade und Kakao. Und für eine Geschichte, die bis heute ihre Spuren hinterlassen hat. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um mehr zu erfahren. Über das Land und seine Geschichte. Über die Lebenssituation der Menschen heute. Und über die Arbeit von Compassion, die lokalen Kirchen dabei helfen, Kinder aus Armut zu befreien. Bei einem Besuch im Cape Coast Castle habe ich die dunkle Seite der Geschichte des Landes gesehen. Sklavenhandel. Die Verliese unter der Burg erzählen bewegende, herzzerreißende Geschichten. Von hier wurden Hunderttausende Sklaven verschifft, um in Europa und den USA anderen Menschen zu dienen. Insbesondere das Tor ohne Wiederkehr hat mich sprachlos gemacht. Doch Cape Coast Castle war nicht immer ein Sklavenfort, sondern über viele Jahre einer der wichtigsten Handelsplätze in Westafrika. Die andere Seite von Ghana ist, dass es ein wunderschönes Land ist. Die Plantagen, die Küstenregion und teilweise Wälder wie ein Dschungel. Und mittendrin Kirchen, die sich um Kinder und Familien aus ärmsten Verhältnissen kümmern. Ich besuche einige Kirchen, die mit Compassion zusammenarbeiten. Hier werden Kinder und Jugendliche ganzheitlich gefördert, ihr Potenzial erkannt und ihnen Perspektiven und Chancen für ihre Zukunft eröffnet. Darüber hinaus dürfen sie einfach Kinder sein, die in einem geschützten Rahmen aufwachsen können. Sie haben mich freudig begrüßt und mich direkt mit hineingenommen. Und dann lernte ich Beka kennen. Sie lud mich ein, ihr Zuhause kennenzulernen. Ihre Mutter erzählte mir, wie sie nach dem Tod ihres Mannes mit den 5 Kindern plötzlich allein dastand. Die Kraft dieser Frau hat mich sehr beeindruckt. Beka hatte ich schon im Kinderzentrum als Tänzerin kennengelernt. Im Compassion-Programm hat sie ihr Talent entdeckt und es wird gefördert. Sie zeigten mir, wie sie wohnen. Eine komplett andere Welt als die, in der ich im Ruhrgebiet lebe. Die Arbeit von Compassion hier vor Ort zu erleben, hat mich tief bewegt und mich verändert. Also ich bin wirklich beeindruckt von der Arbeit hier vor Ort, wie freundlich wir aufgenommen werden, dass ich mit beim Volleyball spielen durfte und den Sportunterricht crashen durfte. Ah, es war großartig. Ich habe mir gerade erklären lassen, wie man Ketten bastelt. Kettenschmuck für Schuhe, für Armbänder, für Broschen und Handgelenke und so. Ganz toll. Und ich bin also echt ein vollkommen unbegabter Bastler, hatte aber 3, 4 ganz gnädige und geduldige junge Leute, die mir das gezeigt haben. Tolle Arbeit, die sie da machen, weil es natürlich auch motorische Dinge gibt, die man wirklich gut lernen und einsetzen kann im späteren Leben. Und dann, was richtig cool ist, ich war eingeladen direkt daneben im Robotics Club und das war cool. Wir haben einen Hund gesehen, der bellt und sich kniet und so weiter. Einen Wagen, der auf einer schwarzen Linie fährt, über Sensorensteuerung. Und da waren die ganz kleinen 5, 6 Jahre bis 17, 18, die mir das gezeigt haben. Und richtig tolle Erfahrung. Die machen was total Schönes hier mit den Kindern. Das hätte ich jetzt so gerade wirklich nicht erwartet, dass wir damit Laptops, Roboter programmieren. Die Arbeit von Compassion vor Ort zu sehen, hat mich heute tief bewegt. Mit welcher Freude hier unterrichtet wird, mit welcher Freude Lebenszukunft geschaffen wird. Es war großartig, das wirklich aus allererster Hand hier zu erleben. Ich habe hauptsächlich gelernt, dass hier Zukunft geschaffen wird. Durch die Arbeit von Compassion vor Ort ist den Kindern es möglich, eine Perspektive für ihr Leben zu haben. Und darüber hinaus hat die ganze Familie eine Perspektive gewonnen. Das Kind bringt so viel Erfahrung und Inhalte mit zurück in die Familie und von dort aus wächst auch Evangelium. Compassion macht eine ganz wichtige Arbeit für die Zukunft des einzelnen Kindes. Und dafür bin ich wirklich dankbar und ich bin stolz darauf, Compassion-Botschafter zu sein. Ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein und mitzumachen. Informiere dich auf compassion.de.